Guten Morgen, ich bin heute früh unterwegs. In diesem Video wird es spannend. Ihr werdet einige spannende, interessante Neuigkeiten erfahren. Aber ich muss jetzt erstmal einen Angel laden, denn ich habe noch überhaupt keine Angelkarten für dieses Jahr. Es ist noch tiefster Winter. Angelkarte holen und dann erzähle ich euch, was passiert. So, hier hole ich mir jetzt die Angelkarte für den Rhein. Die haben noch zu. Bin wieder zu früh. Ein paar Minütchen warten und dann geht's weiter. So, die Angelkarte ist eingetütet fürs neue Jahr. Ich mache mich jetzt auf den Weg an den Rhein. Dort wollen wir versuchen, aktiv jetzt im Winter bei eisigen Wassertemperaturen einen Waller zu fangen. Wir zeigen euch ein bisschen die Plätze, die wir ansteuern, wo wir die Welse jetzt vermuten. Die Systeme, die Montagen, aber das Spannende und die Überraschung für euch, ich werde mich mit einem langjährigen Freund treffen. Der junge Mann oder besser gesagt der alte Hase, was das Welsangeln betrifft, wird in Zukunft mit uns sehr stark zusammenarbeiten, vor allen Dingen im Bereich Produktentwicklung, Produkttests, Redaktion, Multimedia, Videos und ich glaube, das wird einige überraschen, wen ich da jetzt treffe. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Seid gespannt und auf dem Boot beim Angeln werden wir uns ein bisschen unterhalten. Wird der junge Mann, der alte Hase, was das Wallerangeln betrifft, viele von euch werden ihn sicherlich schon kennen, ein bisschen erzählen, was wir in Zukunft vorhaben zusammen, was da in Zukunft ansteht, ja, und wie es dazu kommt. Das wird mega. Ich freue mich drauf. Jetzt geht's ans Wasser und dann schauen wir mal, ob wir so einen Waller aus den eisigen Rheinfluten hier in Deutschland ans Band bekommen. Ich glaube, so ein Video gab es noch nie. Ich kenne keinen einzigen Film über das aktive Angeln im Winter in Deutschland auf YouTube. Das wird eine mega Sache. Bleibt dran. Bis gleich. So, ich bin am Wasser angekommen. Schnell das Zeug zusammensuchen und dann muss ich mal schauen, ob mein Angelpartner schon da ist. Das Coole ist, beim Vertikalangeln oder beim aktiven Angeln auf Wels hat man nie viel Gerödel dabei. Ihr kennt ja meinen Bulli, wie er sonst aussieht. Alles zugekracht, jetzt ist er komplett leer. Was habe ich mit? Zwei Ruten, die werden wir brauchen. Eine Tasche, was zu essen reinballern. Köderfische. Wie beim Hechtangeln, ja. Schöne stattliche Rotaugen. Sollte man immer eingefroren zu Hause ein paar haben. So. Angelpapiere. Handschuhe. Schon alles. So, Rettungsweste, ganz wichtig, vor allem jetzt im Winter. E-Motor, aber den montieren wir dann erst, wenn mein Partner da ist. So, ich gehe mal runter an die Slippe. Jetzt könnt ihr gespannt sein, mit wem es rausgeht. Moin. Moin Langer. Moin Kurzer. Das passt. Das passt. Ich habe mir euch als jungen Mann im Video vorgestellt und als alten Hasen beim Welsangeln. Wenn der Svenny sein Bart abmacht, sieht er genauso jung und frisch aus wie ich. So, was haben wir vor? Naja, wir haben vor, vertikal angeln. Ich denke, das hast du schon gesagt. Das habe ich erzählt. Ja, es ist kleines Boot dabei. Kleines Boot. Wir laden jetzt mal das ganze Zeug, montieren E-Motor, fahren raus auf den Rhein und dann zeigen wir euch ein bisschen, was wir machen und erzählen euch auch, ja, die Überraschung oder warum wir heute zusammen unterwegs sind. Das ist ein bisschen wie Weihnachten, oder? Weihnachten ist rum. Neues Ostern. Jahr steht da. Das ist ein bisschen wie Ostern, wie Eier suchen. Okay, Boot packen und Abfahrt.
Zu den Montagen, die wir einsetzen, erzähle ich euch nachher noch auf dem Boot was. Die gespannten Zuschauer sehen hier auch schon eine neue Rolle, eine Musterrolle. Das sind wir gerade fleißig am Testen, weil ich noch einen Zusatz zu unserer Vertikalmulti bringen will. So eine Art Baitcaster fürs vertikale Angeln, aber auch für Spinning. Die muss jetzt in die Testphase rein. So, jetzt haben wir schon alles. So schnell geht's dann, wenn man nur mit wenig Gerät aktiv los will. So, Schwimmweste brauche ich noch. Und meine Stiefel. Stiefel sind wichtig. Keine kalten Füße beim Angeln. So, Abfahrt. Jetzt geht's raus auf den großen Fluss. Ich wollte euch hier gerade mal die Angelschuhe vom Sven zeigen. Also sind schon top, ja. Ich glaube, nächstes Jahr Weihnachten kriegt er mal ein paar neue Schuhe von mir. Nicht schlecht. Uiuiui, vor lauter Gelaber haut das Boot ab. Alter Falter, das wäre es jetzt gewesen. Naja, aber ihr merkt, leichte Brise, im Wetterradar ist sogar ein bisschen Wind drin heute Mittag. Wind ist natürlich ein Killer beim aktiven Angeln, beim Vertikalangeln. Aber schauen wir mal, ob wir uns irgendwo verstecken können. So, jetzt wäre mir der Schuh fast noch ins Wasser geflogen. Jetzt will ich mal wieder hier hin. Klauen wird die keiner. Das war wirklich eine harte Reise. Also die ersten Windböen kommen jetzt schon hier übers Rheintal geflogen. Wir hatten gut Wellen jetzt unterwegs. Wo finden wir die Waller jetzt im Winter? Die Fische sammeln sich jetzt in ruhigen Bereichen hier am Fluss. Also es gibt Gebiete am Fluss, die sind komplett fischleer. Und dann gibt es wieder Bereiche, wo sich sogenannte Wallerschulen mehrere Fische auf engstem Raum sammeln, zusammenstellen. Wir sind jetzt erstmal vom Hauptstrom runter, hier in ein Rückzugsgebiet, in so einen Altarm reingefahren. Gucken jetzt erstmal auf dem Echolot nach der Wassertiefe, ob wir irgendwo interessante Strukturen finden, vielleicht sogar Fische am Grund liegen sehen. Und dann geht's los. Wir zeigen euch, was wir machen. Müssen wir ein bisschen probieren. Auch draußen auf dem Fluss beim Hochfahren haben wir schon ein paar interessante Buhnenfelder gesehen mit tieferem Wasser, die wir noch probieren werden. Ich hoffe nur, dass der Wind nicht stärker wird. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ein paar kleine Fischsicheln sehen wir am Grund, also Futterfisch ist da. Wir werden hier jetzt mal die Montagen vorbereiten, die erste Drift machen. Wir haben eine Wassertiefe von knapp 4 Meter. Gucken, wie uns der Wind drückt. Wir haben im Einlauf hier von dem Altarm einen ganz coolen Platz gefunden. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, es ist so im Schnitt 4 Meter. Dann ging es mal runter auf 6, schnell wieder hoch. Aber jetzt haben wir hier ein Löchlein gefunden und richtige Fischsicheln drin. Können Futterfische sein, aber ein paar Sicheln sahen auch richtig nach Räuber aus. Wir werden jetzt mal die Montagen vorbereiten. Leise mit dem E-Motor nochmal über den Platz zurückfahren, uns mal durchtreiben lassen.
Mal schauen, das sah auf jeden Fall interessant aus. Als Montage kommt unser Catball zum Einsatz. Ich habe jetzt hier einen 160 Gramm Kopf. Dann folgt ein stabiler Einzelhaken, der Cat Hooker. Und im hinteren Bereich der Ghost Hook. Dieses System kennt ihr von mir. Ich verlinke euch auch oben im Video nochmal einen Film, wie ihr das System ganz unproblematisch und schnell zusammenbauen könnt. Ich setze jetzt einfach das Rotauge durch beide Kiefer, Ober- und Unterkiefer mittig durch. Schneide mir jetzt hier ein kleines Stück von dem Gummi ab, als Hakenstopper, als Sicherung auf dem Haken. Passe jetzt den Abstand zu meinem Ghost Hook optimal an. Mache ich einfach, indem ich hier das Ganze den Einzelhaken drum wickel. Dass er hinten schön in der Flanke vom Rotauge Platz findet. Achte darauf, dass es nicht zu gespannt ist, dass ein bisschen Spiel drin ist. Dann hier im hinteren Bereich wird das Ganze eingesetzt. Und schon geht's los. So, das System ist fertig. Sven bereitet seine Route jetzt noch vor. Und dann gehen wir mal in das Löchlein da rein. Sah ja auf dem Echolot ganz vielversprechend aus. Ich habe meinen Köder jetzt bis zum Grund runtergelassen, hebe jetzt an und führe den Köder ca. 10 cm über Grund in einer langen Haltephase. Macht nicht den Fehler und schickt irgendwie so rum. Catball am Grund aufsetzen, anheben, halten. Wichtig ist, dass ihr ganz, ganz langsam angelt. Immer wieder leicht den Catball aufsetzen am Grund und dann über Grund halten. Der Wind drückt uns hier ein bisschen durch den Altarm. Jetzt haben wir ein bisschen Bewegung in der ganzen Geschichte. Also das sind definitiv Hotspots. Wenn ihr flache Altwasser habt, die plötzlich richtig tiefe Krater irgendwo bilden, dort werden definitiv Fische im Winter stehen. Wir probieren das jetzt hier, halbe Stunde. Und dann gehen wir raus in den Strom und werden dort die tieferen Bereiche, wo wir die Fische vermuten, ein bisschen abdriften. Fast 9 Meter Wassertiefe, Wahnsinn. Eisig kalt. Richtig kalter Wind bläst hier durch. Das ist so dünn. Kann ja die Handschuhe auch anziehen werden. Ja, es ist ja wirklich angenehm. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir sie brauchen, aber es wird jetzt echt kalt und obenrum sind wir mega gut bekleidet, aber untenrum, die Finger werden jetzt kalt hier in dem Ostwind. So, wir sind jetzt nochmal außen rum gefahren. Wir haben ein paar Fischsicheln auch im Loch gesehen. Wichtig ist, dass ihr diese Bereiche, wenn ihr jetzt durchdriftet, von außen rum dann wieder anfahrt, also nicht einen Verbrenner anmacht oder mit dem E-Motor komplett wieder drüber bügelt, über den Angelbereich, wo ihr die Fische vermutet, also leise wieder außen rum, wieder ins Loch rein. Leise annähern und dann wieder Angriff. Treiben jetzt wieder langsam rein ins Loch. Ich probiere euch dann auch mal auf der Kamera,
die Fische unten zu zeigen. Also definitiv ist da Wels unten drin hier im Loch. Und das Spannendste für euch ist sicherlich neben dem aktiven Angeln auf Wels jetzt im Winter. Warum? Ich mit Sven hier zusammen auf dem Boot sitze. Wir waren ja schon öfters zusammen unterwegs. Wir sind viele, viele Jahre befreundet. Wir haben auch viele, viele Jahre im redaktionellen Bereich zusammengearbeitet. Sven war ja lange Redakteur der Cats Illustrated. Leider ist dieses Heft vom Markt verschwunden. Es war ein Spezialheft für uns Welsangler, aber auch sehr speziell halt der Bereich. Es ging ein paar Jahre gut und dann wurden wahrscheinlich die Verkaufszahlen zu gering. Der Wallersektor ist halt leider doch immer noch der geringste Sektor für uns Angler hier in Deutschland. Und wenn dann irgendwann die Zahlen nicht mehr stimmen, wird so ein Projekt eingestampft. Uns hat es mega Spaß gemacht, dieses Spezialistenheft, aber die Zeit war dann vorbei. Ja, und jetzt sitzen wir zusammen auf dem Boot. Ich habe ja vorhin schon im Auto euch erzählt, wir werden in Zukunft etwas enger zusammenarbeiten. Ich bin mega froh, dass sich die Zeit jetzt so entwickelt hat. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal Sven zu Wort kommen lassen, was denn da ansteht oder was wir geplant haben. Dann nutze ich jetzt auch mal die Gelegenheit, der Stefan hat ja schon einiges erzählt, um euch ein bisschen zu erklären, was der Stefan gemeint hat. Also er hat es ja schon gesagt, es wird in Zukunft so sein, dass Sven Dombach und die Firma Zepco bzw. Black Cat eng zusammenarbeiten. Vielleicht wundert ihr euch jetzt auch, weil viele von euch wissen ja, ich habe jetzt 1,5 oder 2 Jahre mit der Firma Bullseye Fishing zusammen die Nazgul-Routen entwickelt. Das war auch ein sehr cooles Projekt. Ich habe da auch sehr viel Freude gehabt und wir haben vor allen Dingen auch ein richtig geiles Produkt auf den Markt gebracht. Aber ich habe während dieser Zeit gemerkt, dass es mir extrem viel Spaß macht, in der Produktentwicklung zu arbeiten. Mir macht es Spaß, Dinge zu testen, Dinge dem Hersteller weiterzugeben, um sie zu optimieren. Und genau da habe ich jetzt im Prinzip an den Schräubchen gedreht. Ich bin ja mit dem Stefan schon länger im Gespräch. Wir haben schon auf vielen Messen in der Vergangenheit immer wieder mal darüber philosophiert, was man alles zusammen machen könnte. Und es ist jetzt einfach so, dass ich eine Perspektive gesucht habe. Eine Perspektive in Bezug auf Produktentwicklung, in Bezug auf meine Person, einfach einen Schritt weiter zu gehen. Meine Expertise, das, was ich in den letzten Jahren beim Welsangeln erlebt habe und vielleicht auch an Erfahrungen für mich persönlich abspeichern konnte, in coole Produkte zu übertragen. Und die Gelegenheit habe ich jetzt von der Firma Zepco bekommen. Darüber freue ich mich riesig. Vielleicht wisst ihr das auch, ich habe sowieso mit den meisten Black Cat Team Anglern ein super Verhältnis. Ich gehe selbst sehr viel mit dem Sascha Kral zusammen angeln, der ja schon langjähriger Black Cat Team Angler ist. Und all diese kleinen Faktoren haben im Endeffekt dazu beigetragen, dass ich dem Stefan und der Firma Zepco ein großes Go und ein Ja gegeben habe. Das heißt, unser Weg wird jetzt gemeinsam weitergehen. Ich werde insbesondere in der Produktentwicklung tätig sein und darüber hinaus auch im medialen Bereich, YouTube, Facebook, Instagram. Wir werden Videos zusammen machen. Ich werde auch die Teamangler ein Stück weit unterstützen. Das sind viele Aufgaben. Ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf und ich bin einfach gespannt, was jetzt die nächste Zeit, was dieses Jahr bringt. Und ich habe auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl, weil die Black Cat Range, ich habe jetzt in letzter Zeit auch mal geguckt, was ich so zu Hause habe. Und ich habe echt ziemlich viel von Black Cat in meinem Sortiment, habe das auch die letzten Jahre einfach aus Überzeugung auch eingesetzt. Ich bin der Meinung, die Black Cat Range gibt es schon ewig lange. Es ist das kompletteste Sortiment, was man zum Welsangeln kaufen kann. Und es ist ganz geiles Material dabei und ich habe einfach Bock, mich, meine Person, meine Erfahrung in diese Range einzubringen, damit wir da einfach noch 1 oder 2 Stufen weiterkommen können. Ja? Und ihr begleitet es hoffentlich. Ich hoffe, ihr wünscht mir dabei alles Gute. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, es wird auf jeden Fall gut. Ich glaube, das Überraschungsei ist somit gelüftet. Ich freue mich mega über die zukünftige Zusammenarbeit. Sven ist einer meiner Meinung nach der erfahrensten Welsangler europaweit. Also wo ich damals als junger Mann mit 17, 18 angefangen habe, da haben sich schon unsere Wege gekreuzt in Südfrankreich, in Italien, in Spanien. Immer wieder haben wir uns getroffen. Wir hatten die ganzen Jahre
eine tolle Freundschaft, eine sehr starke Neutralität, was man heutzutage nur noch sehr, sehr selten antrifft, leider. Ja. Aber wir haben immer irgendwo auf einer Welle da reden können über das moderne Welsangeln, haben viele Jahre zusammengearbeitet, meist im redaktionellen Bereich. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass sich unsere Wege kreuzen, ja, im Bereich der Produktentwicklung, im Bereich Black Hat. Ich hätte mir keinen besseren Mitarbeiter da wünschen können. Ja, mit dem Sven erwarten euch auf jeden Fall auch weiterhin ausgereifte Produkte. Wir werden weiterhin an der Schraube drehen. Stillstand ist Rückschritt, also alles entwickelt sich weiter. Nichts bleibt so, wie es war. Und ich freue mich auf jeden Fall da auf die Sachen, die die Zukunft uns bereithält. Ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt auch vom Sven tolle, interessante, spannende Videos bekommen. Er ist ja auch in bestimmten Situationen oder Zeiten vielleicht auch ein ganz anderer Angler als ich oder als die anderen Black Hat Jungs. Ja. Und diese ganze Erfahrungen zusammen als Sammelsorium, als Kreis, werden bestimmt neue Erfahrungen mit sich bringen, neue Blickwinkel und bestimmt auch neue, tolle, innovative Produkte für euch Welsangler. So, wir gehen jetzt nochmal durch das Loch durch. Jetzt schaut mal da unten. Man sieht gerade ganz toll die Köderführung vom Sven. Hier unten läuft der Köder. Jetzt geht eine lange Haltephase rein. Heldenübergrund, genau in dem Bereich, in dem Spektrum, wo der Waller angreifen wird. Fisch drunter. Ja, hätte ich eben auch fast behauptet, irgendwas ist drunter. Ich freue mich auf jeden Fall, was die Zukunft da für Abenteuer für uns bereithält. Wir werden jetzt noch einmal durch das Loch hier durchgehen. Es heißt ja nicht, wenn man jetzt hier beim aktiven Vertikalangeln auch einen Fisch lokalisiert, dass er auch beißt. Dann werden wir das stille Wasser hier verlassen und zeigen euch noch ein paar interessante Spots. Im Hauptstrom, auch da gibt es Bereiche, wo sich die Waller jetzt im Winter sammeln. Ein bisschen Strecke machen. Wir haben kein riesiges Angelzeitfenster. 16 Uhr ist es wieder stockdunkel. Mit dem kleinen Boot sind wir natürlich nicht so schnell unterwegs, wenn wir Strecke machen wollen, wie mit dem großen. Auf so großen, weitläufigen Gewässern. Einmal jetzt hier noch explizit. Jetzt haben wir fast 9 Meter Wassertiefe. Wahnsinn. Sven sagt, jetzt kommt gleich der Knaller. Einmal jetzt noch hier durchtreiben lassen und dann probieren wir was Neues aus. Ihr seid dabei. Drückt uns die Daumen. Hier im oberen Bereich, unten ist Sven sein Köder. Obendrauf ein kleiner Waller, der im Mittelwasser aktiv ist. Wir haben den wahrscheinlich am Grund jetzt aufgeschreckt, ist er nach oben geschossen. Das Vertikalangeln auf Wels ist halt nicht zu vergleichen mit dem vertikalen Angeln auf Hecht oder Zander. Diese Fische agieren ja meist als Augenräuber. Und beim Wallerangeln ist es dann doch so, auch wenn wir hier Fische sehen, die aktiv im Mittelwasser unterwegs sind, wir müssen es schaffen, behaupte ich jedenfalls, dass wir den Waller direkt anangeln können, also direkt mit unserem Köder auf der Nase rumtanzen, denn dann wird so ein Aggressionsbiss kommen. Der Waller schnappt nach dem Köder, ja, wieder so eine Silhouette da. Und dann knallt es auch. Also ich behaupte, dass von 100% vertikal gefangenen Welsen von mir, behaupte ich schon oder glaube ich schon, dass ich bestimmt 80% der Fische am Körper mit meinem Vertikalsystem im Winter jetzt berührt habe. Der Fisch schwimmt keinen Meter rüber und schnellt auf unseren Köder. Ihr müsst da wirklich schon sehr, sehr nah und sehr, sehr langsam auf den Fisch zukommen. Auch mit Einsatz des Echolotes ist es uns nicht möglich, was ja viele immer behaupten, ja, wer mit Echolot angelt, der hat es eh leichter und fängt viel mehr. Wir nutzen das Echolot hauptsächlich, um die tiefen Bereiche, die interessanten Strukturen zu finden. Und in diesen Bereichen versuchen wir dann unsere Köder dem Waller direkt vors Maul zu setzen. Wir sehen auch nicht alle Fische, die beißen. Oftmals kommt ein Biss ganz abrupt, wenn der Waller jetzt hier in der kalten Zeit richtig am Grund liegt, sich richtig auf den Grund presst. Da ist es dann gar nicht immer möglich, den Fisch vorher zu sehen. Also viele Bisse kommen auch aus dem Nichts. Deswegen sehr konzentriert sein die ganze Zeit.
kann jederzeit knallen. Ja, ich habe jetzt dem Stefan zugehört und genau das, was er gerade erklärt hat, ist im Endeffekt auch die Schwierigkeit beim Winterangeln, dass wir die Fische zwar da haben und wir angeln auch oft genau an den Stellen, wo die Fische abliegen, aber wenn die Fische so extrem passiv sind, bedingt auch durch die kalte Wassertemperatur, ist es einfach schwer, die zum Anbiss zu überreden. Und das ist dann natürlich bei der stationären Montage noch viel schwerer. Beim Aktivangeln haben wir ja die Möglichkeit, ein paar Mal drüber zu fahren, über das Echolot auch genau zu gucken, wo der Fisch liegt oder sich bewegt. Und wir können versuchen, ihm die Montage quasi vors Maul zu hängen. Und das haben wir ja beim stationären Angeln nicht. Ja. Und darin liegt dann einfach auch die Schwierigkeit beim Winterangeln, wenn die Wassertemperatur unter 8 Grad geht. Wir haben ja heute eine Wassertemperatur von knapp über 4 Grad. Das ist bitterkalt. Das heißt, die Fische machen gar nichts eigentlich. Und stationär angeln extrem schwer. Vertikal angeln immer noch schwer. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes, dass wir euch heute noch einen Fisch zeigen können. Wir sind aus dem Altarm raus, wieder in Richtung Hauptstrom unterwegs. Und hier vorne seht ihr auch einen ganz typischen Platz, wo im Winter immer Fische abliegen. So eine lange Querbuhne, die jetzt in den Rhein rausragt. Hier vorne haben wir überall eine leichte drehende Strömung, ruhiges Wasser. Draußen ballert richtig die Strömung durch. Hier werden wir jetzt anfangen, nochmal unsere Köder runterzulassen und dann gehen wir direkt in den Hauptrhein rein, suchen uns eine tiefe Rinne und probieren die Winterwälze, die trägen Winterwälze, zum Biss zu überreden. Jetzt in einem ganz typischen Revier unterwegs. Im Hintergrund seht ihr überall diese Buhnen. Wir bewegen uns aber nicht in der Buhne drinnen, sondern draußen an der Kante, die direkt an den Buhnenköpfen vorbeiläuft. Hier haben wir auch eine ruhigere Strömung. Bremsen das Boot ein bisschen mit dem E-Motor. Und was sehr spannend ist, der Hauptrhein ist bedeutend wärmer als die Altarme. Ist zwar nicht viel, ja, wir haben ja draußen knapp über 5 Grad, aber es ist viel wärmer als das stehende Wasser in den Altarmen drin. Das wird sich jetzt im Frühjahr irgendwann schnell ändern. Wenn die Sonne Kraft bekommt, wird das stehende Wasser schneller sich erwärmen. Aber aktuell haben wir draußen höhere Temperaturen. Wir werden jetzt hier diese Buhnenstrecke entlang angeln, probieren draußen an der Kante zu bleiben. 5 Meter Wassertiefe. In der Mitte vom Rhein haben wir 3 Meter, also hier ist der tiefste Bereich, die Außenkurve. Wir haben das Buhnenfeld verlassen und sind jetzt in einer normalen, langgezogenen Steinpackung unterwegs. Aber direkt am Packungsfuß haben wir hier 7 Meter Wassertiefe. Nicht leicht zu beangeln. Die ganze Prallströmung trifft direkt auf uns drauf. Also
Sven muss im Hintergrund permanent mit dem E-Motor das Schlauchboot abbremsen. Aber 100% Platz, wo hier wirklich Fische liegen werden. Aber der Wind ist jetzt wieder stärker geworden hier draußen. Drückt uns permanent bei der Trift in die Steine rein. Und ohne E-Motor wäre es dann schier sogar unmöglich. Eieiei, 12 Meter Wassertiefe, richtig tiefe Buhnen. Definitiv ein Standplatz für die Barteltreger, aber richtig schwer zu beangeln. Hier im Hintergrund seht ihr auch überall Uferangler, die probieren es auf Zander. Die werden hier natürlich auch nicht weit sein, aber durch diese Prallströmung und die nahe Schifffahrtsrinne, die direkt hier bei uns vorbeiballert, ist es nicht einfach hier seinen Köder richtig schön lang im heißen Bereich ruhig zu präsentieren. Vertikal auch unterm Boot. Ja, also sobald ihr merkt, dass ihr eure Köder hinterher zieht, hinterher schleift, könnt ihr das eigentlich vergessen. Hier kommt jetzt ein richtig schöner Dreher. Und hier werden wir jetzt nochmal angreifen. Eben gab es einen guten Einschlag, Jungs. Ach, ne. Das bewegt sich so komisch. Aber das seht ihr mal hier, was das Zeug kann, ja. Bei mir zum Vertikalangeln die Solid Vertical mit einer Länge von 1,80. Und hier hat der Catball direkt stattlichen Ast gefangen am Buhnenkopf. Ich würde sagen, die Länge passt, oder? Ja. Der Baum ist gut. Der ist auf jeden Fall 2 Meter. Oder auch 3 Meter. Der ist länger, der ist 3,5. Oder 4. Oder 4. So, lass mal wieder runter, dass der nächste Vertikalangler Spaß hat. Ach ja. Der Tock war gut, ja. Kam kurz mit. Aber im Drill haben wir dann schon gemerkt, bewegt sich komisch. Aber wir haben einen Köder gerettet. Weiter geht's. Keep on hammering. Keep on hammering. Ja. Ja, die Zeit rennt. Vor allen Dingen jetzt im Winter sind die Tage kurz. Ich schätze mal, in einer halben, dreiviertel Stunde ist dunkel. Dann müssen wir auch vom Wasser runter. Wir haben keine Beleuchtung auf dem Schlauchboot. Ist dann definitiv zu gefährlich auf dem großen Fluss hier, neben den ganzen riesen Pötten noch unterwegs zu sein. Viel passiert ist diesmal nicht. Bis auf den spektakulären 3,50 Meter Baumstammdrill. Der hat ein bisschen Wärme reingebracht. Aber so ist das Vertikalangeln im Winter, oder so kann es sein. Wir haben oftmals schon wirkliche Ausnahmefische im Winter fangen dürfen. Eben habe ich gedacht, der Sven hat jetzt eine Aktion. Aber es ist halt auch wirklich ein richtiges Arbeitsangeln. Wir waren jetzt hier auf einer Strecke unterwegs, die kennen wir beide nicht so gut. Und da heißt es natürlich immer erstmal suchen, suchen und Plätze finden, wo die Fische sich aufhalten. Die Fische bewegen sich in Flüssen, stehen nicht immer am gleichen Platz. Aber es war auf jeden Fall ein spannender Tag. Und ich bin ganz sicher, beim nächsten Mal, bei der nächsten Session, die steht ja schon in Aussicht, da werden wir wahrscheinlich Ansitzangeln zusammen machen. Gibt es mehr Fisch zu sehen. Aber so ist Angeln. Und ich denke, man muss auch manchmal die Phasen zeigen können, wo es nicht so kleppert. Ist auch kein Selbstläufer. Ich hoffe, die Session hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir wünschen euch definitiv mehr Erfolg. Oder einen dicken Winterdrill, wenn ihr selber mal probieren solltet, jetzt vertikal im Winter unterwegs zu sein. In Kürze kommt es Frühjahr und damit auch definitiv eine einfachere Angelzeit für uns Welsangler. Bleibt dabei. Alles Gute für euch, dicke Fische. Und wir sehen uns definitiv beim nächsten Video. Alles Gute. Ciao, ciao.